Eine nicht alltägliche Herausforderung hatten die Wasserwerke Zwickau in dieser Woche zu bewältigen. In Schedewitz wurde ein Stahlschutzrohr in der Mulde verlegt. Seit Juli wird die Versorgungsleitung zwischen Wilkau-Haslau und Zwickau teilweise ausgetauscht. Die neue, 515 Meter lange Leitung ersetzt eine alte aus dem Jahr 1961, die schon mehrere Rohrbrüche zu verzeichnen hatte. Schwerpunkt des Teilabschnittes, der von der unteren Kohlenstraße bis zur Bürgerschachtstraße verläuft, ist die Querung der Mulde. Um die Maßnahmen realisieren zu können, wurden rund 800 Meter Baustraße errichtet. Eine der Auflagen dabei war es, die Deichanlagen nicht zu beschädigen. Nach dem Anlegen eines Grabens erfolgte in dieser Woche das Einbringen des 42 Meter langen Schutzrohres in die Mulde. Dazu musste das Flussbett 1,50 Meter tief ausgebaggert werden. Der weitere Bauablauf sieht das Einziehen einer 400 mm starken Wasserleitung inklusive Steuerkabel in das Schutzrohr vor. Das soll dann im September passieren.